Let's start again. Moin, jetzt wär's uns am ersten Rennen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Und unser Zaun ist hier schon weiter kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unseren Zaun zuallererst am Anfang der Folge reparieren. Und man sieht es auch schon unten, die Melonen sind gewachsen, meine lieben Freunde. Es ist Erntezeit, aber vom Allerfeinsten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin, schmeißen eben ganz kurz den ganzen Krempel, den wir jetzt nicht brauchen, hier wieder in die Kiste rein. Na, ihr habt mir schon einige Sachen geschrieben, die ich aufbewahren soll. Oh, nee, diese Traube hier, die verkaufen wir auf jeden Fall. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also können wir die auf jeden Fall auch mal verticken schnell, damit wir die auch los sind. Und dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal ran hier. Oh Gott, hier ist auch kaputt. Da müssen wir auch mal hier den Zaun nachbestücken. So, dann ist ja auch jetzt wieder so weitgehend repariert, hoffe ich zumindest. Ja, sieht aber danach aus. Und dann können wir jetzt erstmal loslegen. Dann ernten wir jetzt erstmal schön fleißig hier unsere ganzen Melonen, die wir ja dann jetzt gleich verkaufen können. Nein, ich will die nicht essen. So, zack, zack. Boah, Leute, ey, das wird richtig, richtig gut Geld geben gleich, wenn wir die alle verkaufen. Wartet es nur ab, wartet es nur ab. Das wird auf jeden Fall ein riesengroßes, gutes Geschäft werden. Aber ich sehe gerade, das Pflücken verbraucht keine Energie. Dann werde ich, wenn ich alles gegossen habe, mich sofort auf den Weg ins Gemeinschaftszentrum machen. Denn es gibt jemanden, der in die Kommentare die ganze Zeit schreibt, Kevin, geh mal ins Gemeinschaftszentrum. Kevin, geh endlich mal ins Gemeinschaftszentrum. Und das werden wir dann heute machen, damit diese Person auch endlich mal Ruhe gibt. Nein, ich weiß, dass es nett gemeint ist. Und als Tipp werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir da Gas geben. Und meine lieben Freunde, nicht vergessen, 18 Uhr jetzt gerade, wo ihr dieses Video hier seht, ja, jetzt gerade in diesem Moment, www.twitch.tv/gtimetv bin ich fleißig am Streamen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dazu einschalten. Ich würde mich auf jeden Fall mega riesig darüber freuen. Und wir gießen jetzt erstmal schön weiter hier die Pflanzen ordentlich, damit wir dann da auch schön was rausbekommen. Ja, eine schöne, feine Sache hier ist das. Auf jeden Fall, da kommen wir gut voran. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ich hoffe, dass der Mais relativ schnell wieder nachwächst, denn der hat ja echt gutes Geld gegeben. Ich bin ein bisschen, muss ich sagen, frustriert, dass ich nicht das ganze Feld mit Mais gemacht habe. Ist aber nicht so schlimm. Das können wir ja im nächsten Jahr nochmal machen. Übrigens, danke nochmal für die ganzen Tipps, die mir geschrieben werden. Wir haben zum Beispiel ganz viele Leute geschrieben, ey Kevin, das mit der Gießkanne, mach das lieber im Winter, weil da brauchst du nicht gießen. Das ist auf jeden Fall eine sehr nice Sache. Dann werde ich im Winter, glaube ich, sehr oft auch in die Höhle gehen, weil gerade da lohnt sich das dann, glaube ich, auch mega. Und dann werden wir mal gucken, dass wir da so weit wie möglich in der Höhle vorankommen. Ich denke mal, wir werden heute im Livestream auf jeden Fall bis in den Herbst hineinspielen. Ja, also wer Bock hat, kann gerne dazu natürlich einschalten. www.twitch.tv/gtimetv. Und wir werden gucken, dass wir sehr viele Nebenaufgaben erledigen, so gut es geht. Und wir kommen ja mittlerweile in Stardew Valley richtig, richtig gut voran. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine sehr, sehr feine Sache. Das freut mich so richtig. Das finde ich richtig nice. So, zack, zack, dann gießen wir hier erstmal alles schön flotti-karotti zu Ende, damit wir hier auch gut vorankommen. Oh, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Wasser auffüllen. Das ist auch ganz wichtig, das brauchen wir nämlich. So, zack, 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 zack. Ich bin mal gespannt, was ich alles noch in Stardew Valley erleben werde und zu tun haben werde. Ich bin ja noch sehr, sehr weit am Anfang. Also, es gibt noch super, super viele Sachen, glaube ich, die ich lernen muss im Spiel und die noch kommen werden. Wenn ich sehe, was manche Leute teilweise für Farmen gebaut haben und was die da für Sachen bei sich rumstehen haben, da weiß ich einfach, hey, Kevin, du bist einfach noch sehr, sehr weit, sehr weit am Anfang. Also da gibt es auf jeden Fall echt noch super, super viel Content, den ich spielen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dass unsere kleine, aber feine Stardew Valley Community immer stetig weiter wächst. Ich habe natürlich mir auch schon super viele Gedanken gemacht, was ist, wenn irgendwann mal das Stardew Valley Let's Play, was wohl oder übel auch nicht ausbleiben wird, zu Ende geht. Und ich weiß auch schon, welches Spiel der Nachfolger von Stardew Valley wahrscheinlich werden wird. Das will ich aber jetzt noch nicht verraten. Und wir haben zwei Edelwicke bekommen. Ja, sehr schön. Hier haben wir auch nochmal eine Weintraube. Sehr geil. Da können wir auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen. Ich glaube, ich gehe auch mal runter zum Strand, meine lieben Freunde. Und dann werden wir mal am Strand schauen, was da auch noch so abgeht. Ob wir da auch noch vielleicht die ein oder andere Sache besorgt bekommen. Oder hier oben. Nee, hier sieht es aber nicht so aus. Doch, da haben wir auch nochmal was. Das können wir mitnehmen. Sehr schön. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel gerade so ein bisschen laggy-mäßig rüberkommt. Na, jetzt geht's wieder, ne? Okay, keine Ahnung. Hat jetzt gerade das Gefühl, als wenn es ein bisschen am Laggen wäre, aber der Schein trügt oder so, sagt man ja, ne? Gut, dann gehen wir mal runter zum Strand. Dann gucken wir, ob wir am Strand noch irgendwas Wichtiges finden. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Hier gibt es noch eine Aufgabe. Mal schauen, was da steht.
Ich, Client, brauche jemanden, der mir Regenbogenforellen bringen kann. Ich bezahle auch dafür. Das ist der Schmied, der Client, ne? Mittlerweile habe ich das schon mal drauf. Ich weiß, dass das der Schmied ist. Es tut mir leid, lieber Schmied, aber jetzt gerade Regenbogenforellen ist, glaube ich, keine gute Sache. Die kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Ich werde natürlich versuchen, diese ganzen Quests und so auch nach und nach zu machen. Jetzt im ersten Jahr werde ich mich erstmal ein bisschen mehr um meinen Hof kümmern. Schauen, dass ich ein bisschen Profit auf jeden Fall auch nach und nach mache. Sehr schön, da haben wir auch nochmal eine Pflanze bekommen. Und ich gucke jetzt erstmal am Strand, ob ich da Muscheln und sowas noch finde und Korallen und so, ja. Hier liegt nämlich auch schon wieder was rum. Vor allen Dingen immer Ausschau halten hier nach den Freunden, weil die haben mir nämlich letztes Mal wirklich sehr interessantes Zeug gegeben. Hier haben wir nochmal Lehm bekommen und nochmal Lehm. Ja, da haben mir auch ein paar Leute geschrieben, das werde ich dringend brauchen für meinen Hausbau später mal. Ist auf jeden Fall auch eine super wichtige Sache, dann nehmen wir das nämlich auch direkt mal mit. So, und da liegt eine Koralle, da liegt eine Koralle, da liegt eine... Oh ja, hier ist schon mal einiges an Korallen. Das ist auf jeden Fall gut, weil die geben echt sehr, sehr gutes Geld. Können wir gut gebrauchen. So, hier haben wir auch nochmal eine Muschel. Die nehmen wir mit. So, sehr schön. Würmer sind hier, glaube ich, gerade gar keine. Ist auch nicht so tragisch. Dann gehen wir nämlich jetzt wieder zurück. Und dann werden wir schauen, dass wir schnell am Hof gleich ein bisschen weitermachen. Gucken, ob ich noch irgendwo Würmer hier sehe, vielleicht unterwegs. Ah, wisst ihr, wo wir noch lang gehen können? Auf der linken Seite. Da können wir auch mal ein bisschen gucken, ob wir da noch was finden. Weil es könnte ja sein, dass wir da irgendwas kriegen. Und ich muss mal gucken. Ich werde jetzt natürlich sehr, sehr viel Geld bekommen entsprechend. Und ich muss mir jetzt langsam mal Gedanken machen, was ich mit meinem Geld so alles anfangen will. Was ich machen möchte und so. Ich glaube, ich würde mein Feld jetzt ungern einfach nur so low bestückt lassen. Ich würde schon schauen, dass ich da vielleicht gucke, dass ich da noch ein bisschen mehr anpflanze oder so. Da müssen wir mal gleich schauen. Vielleicht können wir irgendeine Saat oder so noch kaufen. Ich meine, es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Der Tag ist ja noch nicht rum im Spiel. Da können wir mal gucken, ob wir irgendwas finden, was ein bisschen schneller im Sommer wächst, was ich jetzt noch anpflanzen kann. Was sich jetzt noch lohnt anzupflanzen vor allen Dingen. Da haben wir noch was ich noch mitnehmen kann. Da kann ich auch direkt hoch ins Bad gehen, kann mich da wieder auffüllen. Dann habe ich genügend Power, wenn ich jetzt noch gleich was schnell Neues anpflanze, dass ich das dann auch schön gießen kann und alles. Ja, wir laufen jetzt kurz hier eine kleine Runde, so eine kleine obligatorische Untersuchungsrunde, ob hier irgendwo was rumfliegt, was ich noch mitnehmen kann zum Verkaufen oder so. Und dann schauen wir mal. Ja, ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich auch die Küche nach und nach einbaue. Was mir auch jemand gesagt hat, ich soll jeden Tag einfach so auf den Mülleimer klicken, weil da kann Essen drin sein. Stimmt das? Also nicht, dass mich schon wieder jemand hier trollt, Leute, ne? Das macht ihr ja gerne. Ihr schreibt mir ja gerne irgendwelchen Müll in die Kommentare, der überhaupt nicht stimmt nachher. Und dann mache ich wie so ein Idiot das jede Folge. Und die Leute fragen mich so, ey Kevin, was ist eigentlich los mit dir? Warum, warum machst du das? Was suchst du da? Ne? Und ich stehe dann wieder Dummkopf da und muss den Leuten erklären, ja, mir hat hier jemand erklärt, wenn ich auf den Mülleimer klicke, dass ich da Essen finde. Ich meine, ich bin doch kein Dude, der hier Containern geht oder so. Ja, ich kaufe mein Essen, wenn irgendwo hier im Joja-Markt oder ich koche selber in der Küche was. Aber ich suche doch nicht mein Essen hier in der Mülltonne. Also, das klingt schon wieder so ein bisschen frei erfunden. Ich hoffe, der Dude, der mir das geschrieben hat, falls es stimmen sollte, nimmt mir das nicht übel, dass ich sage, dass das echt sehr eigenartig klingt, dass man sein Essen in der Mülltonne hier findet im Spiel. Also, ne, bitte. Dann sollte hier, glaube ich, irgendwas errichtet werden. Ich guck mal. Oh, Gewürzbeere. Oh ja, hier sind jetzt die Fledermäuse drin. Guckt euch das mal an. Ja, hier sind die Fledermäuse. Okay, jetzt, die können nämlich auch regelmäßig dann auch irgendwelche Fledermausfrüchte und so droppen. Die sollten wir dann auch wirklich immer holen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hoch zum Bad. Obwohl, ich glaube, dass wir lieber erstmal jetzt runter in die Stadt gehen sollten, schnell kaufen. Weil, ich weiß nicht, wann der Laden zumacht. Ich meine, 21 Uhr, war das irgendwie 21 Uhr oder so rum? Keine Ahnung. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt erstmal runter zum Markt, kaufe dann dort was. Wenn ich jetzt was finde, was wirklich noch von der Preisklasse her und vor allen Dingen von der Geschwindigkeit her in den Sommer passt hier. Das nehmen wir auch nochmal mit. Sehr schön, da haben wir auf jeden Fall einige Sachen, die wir gut verticken können. Finde ich schon mal wirklich mega, mega nice. Da haben wir zum Beispiel Joja-Cola, ja. Also sowas können wir zum Beispiel holen. Kauft man. Findet man nicht in der Mülltonne. Klingt ein bisschen frei erfunden. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein zum lieben Piers. Mittwoch-Ruhetag. Ja gut. Ja moin, hat sich erledigt. Ich glaube, ich kann heute nichts mehr anpflanzen. Da brauche ich auch jetzt nicht ins Bad gehen. Hat sich erledigt. Hat sich schlichtweg einfach erledigt, die ganze Geschichte. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oh, ja, der Mauszeiger ist hier so ein bisschen. So, zack, da tun wir den darüber bewegen, damit der jetzt nicht die ganze Zeit da unten die Zahl anzeigt. So, und dann können wir jetzt den Rest, den ich noch verticken wollte, eben schnell hier reinschmeißen und verkaufen. Bam, 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 bam.
So, und den anderen Rest können wir in die Kiste schmeißen, damit wir den auch haben. Ja, Arco ist schon am Schlafen. Schon Schlafenszeit für dich um 18 Uhr oder was, Arco? Meine Güte, was bist du denn für ein fauler Hund? Muss auf dem Hof aufpassen und alles. Jüngchen. So, schmeißen wir die Venusmuschel da auch noch rein. So, dann gehen wir jetzt mal eben schnell hier rein. Dann gucken wir noch eben ein bisschen Fernseh. Die Königin der Soßen. Oh, Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Pfannkuchen. Manchmal verliere ich mich im ausgefallenen, komplizierten Gerichten. Aber es fühlt sich gut an, mal einen einfachen Pfannkuchen zu machen. Ich empfehle eine Menge Butter und Ahornsirup darüber zu geben. Du hast gelernt, wie man Pfannkuchen macht. Gut, Wetterbericht. Willkommen bei Kozu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnet mit Blitz und Donner. Okay. Willkommen bei Velvix Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Wie immer. Ich krieg so selten Glück. So, dann legen wir uns jetzt mal pennen. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier alles... Oh, okay. Hofarbeit Stufe 6. Gießkanneneffektivität plus 1. Hackeneffektivität plus 1. Neues Herstellungsrezept Hartholzzaun. Neues Herstellungsrezept Käsepresse. Neues Herstellungsrezept Qualitätssprinkler. Klingt nicht schlecht. Oh, nice. Junge, da habe ich aber jetzt ordentlich was gemacht. Eieieiei. Also da kann jetzt keiner mehr sagen, ich habe zu wenig Kohle am Start. Junge, guckt euch das mal an. 16.000. Alter, das sind die Geister gewesen. Oder der Donner und der Blitz. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat hier auf jeden Fall mein Feld übelst zermöbt. Das finde ich gar nicht nett. Gebt mir ja Mühe, alles schön zu halten. Und ihr macht das immer alles kaputt. Was soll denn der Unsinn hier, Mensch? So, zack. Das kann dahin, das kann dahin, das kann dahin, das kann dahin. Und du kannst dahin. So, dann werde ich mich jetzt erstmal meinen Hof wieder machen. Ja, hier sind einige Bäume, die können wir abfällen. Dann können wir gleich hoch ins Bad gehen noch. Und dann können wir uns erholen. Dann hole ich noch ein bisschen Saat. Das ist nämlich auch kein Problem. Das kriegen wir heute alles gut hin. Sehr schön. Da können wir dann gucken, was wir noch anpflanzen. Eieieiei. Was meint ihr, was abgeht, wenn ich nochmal die Melonen habe? Holy moly, ey. Die geben richtig, richtig gut Geld. Also das hat sich auf jeden Fall derbe gelohnt, Leute. Da kann ich auf jeden Fall in diesem Jahr schon echt sehr, sehr viel machen. Ich könnte sogar jetzt etwas bauen lassen oder sogar etwas ausbauen lassen. Ich weiß es noch nicht. Ehrlich, ich bin noch echt sehr unschlüssig, was ich machen lassen soll, Leute. Ihr könnt mir natürlich weiterhin in die Kommentare eure Tipps schreiben und so. Ich muss mich da auf jeden Fall entscheiden. Ich denke mal, das werde ich im Livestream auf jeden Fall heute machen. Dann werdet ihr im morgigen Video, obwohl morgen wird ja wahrscheinlich kein Stardew Valley kommen, weil ich etwas anderes geplant habe. Ihr werdet dann im nächsten Video wahrscheinlich sehen, was ich gemacht habe. Oder ja, werdet ihr auf jeden Fall, weil wenn ich den Livestream hochlade, seht ihr das ja auch spielen. So, dann tun wir jetzt hier noch weiter die Bäume fällen. Also wir kommen echt gut voran, Leute. Man kann nicht sagen, dass es schlecht läuft hier gerade bei mir in Stardew Valley. Es geht gut voran. Mit guten Schritten voran geht's hier. So, zack, das tun wir mal eben hier. Zack, 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 zack. Das nehmen wir auch mal alles mit. Sehr schön, da haben wir das nämlich auch alles schön geerntet. Und dann geht's hier weiter. Dann nehmen wir hier schön erstmal die ganzen Bäume auseinander. Denn die müssen ja jetzt hier nicht überall nachwachsen und die ganze Zeit rumstehen. Sonst ist mein Hof irgendwann wieder da, wo er mal angefangen hat. Nämlich, dass er total das Gerümpel hier ist. So. Komm, fall um, mein Freund. Sehr schön. Braucht das ganze Holz und alles. Für den Bau von weiteren Dingen. Sowieso wichtig. So, dann haben wir hier noch einen Baum. Den fällen wir auch noch eben. Da oben ist auch noch mal einer. Ich glaube aber, wir fällen erstmal nur den hier. Das sollte reichen. Eieiei. Oh, da kamen ganz viele Schmetterlinge raus. Hallo, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Tut mir leid, dass ich euch aus eurem Zuhause vertrieben habe. Keine Absicht, aber ich brauche Platz auf meinem Feld, denn ich will ja irgendwann richtig viel anpflanzen können. So, dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg, denn der Markt hat jetzt schon offen, also den Pierce, seinen Laden. So, zack, hier mit dem Schwert nochmal drüber gehen. Sehr schön. Dann können wir hier erstmal den ganzen Krempel wieder einräumen. Zack, 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 zack. Platz haben wir ja noch genug gehabt. Leider die Zäune muss ich mitnehmen. Die kann ich leider nicht einräumen. Dafür ist nicht mehr genug Platz. Ist aber auch nicht schlimm. Das werden wir schon überleben. So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg hier. Dann wird jetzt erstmal hier schön ganz schnell eben kurz ein bisschen was gekauft.
Wir müssen mal gucken, wie viele Tage wir jetzt noch in diesem Monat haben. Also wir haben heute den 18. Ich denke mal 31 Tage hat immer ein Monat oder 30. 31, 30. 28, also noch 10 Tage haben wir hier. Das heißt, ich muss irgendwas nehmen, was in unter 10 Tagen am besten wächst. 13, 11. Wächst in 5 Tagen heran, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Oh, okay. Radieschen, pflanze sie im Sommer, wächst in 6 Tagen heran. Mohn in 7 Tagen, ja. Eine hellrote Blume, Sommerschmucksaat, Hopfensetzlinge, Mais. Okay, Mais lohnt sich nicht mehr, Sonnenblumen. Die dauern auch 8 Tage. Ich glaube, ich werde hingehen und werde ein paar Radieschen anpflanzen, weil die wachsen in 6 Tagen. Komm, da mache ich nicht viel mit verkehrt. Holen wir mal 30 Stück, ja, das sollte reichen. Kein Thema. Und dann gehen wir die jetzt erstmal ausstreuen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und dann sollte das klappen. Kein Problem. Da haben wir doch noch was Gutes gefunden, Leute. Mit dem wir gut arbeiten können. Ich bin höchst zufrieden. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, Leute. So Radieschen, ne? Ich esse, also wenn ich ehrlich bin, in Wirklichkeit esse ich auch sehr gerne Radieschen. Ich finde, die sind sehr, sehr lecker. Ich habe bei meiner Oma früher sehr viel Radieschen gegessen. Ich weiß, euch interessiert das gar nicht, was ich erzähle. Aber ich erzähle es euch einfach, ob ihr wollt oder nicht, meine Freunde. So, dann gehen wir jetzt erstmal hin hier. So, zack, zack. So, und dann nehmen wir hier die Radieschensaat. Eieieiei, rastet der hier ein bisschen aus, der Donner. Ist hier echt ein bisschen böse heute. Ja, okay, du kümmerst dich um die Raben zum Vertreiben. Finde ich sehr gut. Ja, du auch. So, da haben wir jetzt hier ein bisschen Platz gelassen. Ist aber nicht schlimm. Lassen wir einfach so. Oh, da ist ein Ding verdorben. Das können wir auch wegmachen. So. Und dann legen wir uns wieder pennen. Dann haben wir den Tag heute auch schon überstanden, liebe Freunde. Und dann war es das auch gewesen heute mit Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Stardew Valley wieder. Nicht vergessen, heute 18 Uhr www.twitch.tv/gtimetv. Also jetzt gerade, wo ihr das Video guckt, ist der Livestream schon längst angefangen. Und wenn ihr in Zukunft keine Ankündigungen mehr vom Livestream oder Folgen von Stardew Valley verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.